Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Call of the Sea. Ja, Kapitel 2 haben wir jetzt auch abgeschlossen, sind mitten drin in Kapitel 3, glaube ich, und schwimmen jetzt mal mit unseren Kiemen, die wir jetzt haben, hier durch. Nein, wir haben natürlich keine Kiemen, aber wir können unter Wasser atmen, wie der Mann aus Atlantis. Und jetzt sind wir halt die Frau aus Atlantis. Wir können sogar schneller schwimmen. Wir sind in diesem Schleimbrunnen gewesen und der hat uns hier hingebracht. Also, was genau hier abgeht, wissen wir aber noch nicht. Hat auf jeden Fall nichts mit dem Traum zu tun, den wir sonst haben. What kind of creature is this? Was für eine Kreatur? Oh, da! Was ist das? I need to get a closer look. Klar, leuchten böse Augen, da fühlen wir mir gerne hin. Was ist denn ein Arm los? Heieiei, wie sehe ich denn aus? So ein Schleimmonster. Hier, Mann aus Atlantis hat auch so Flossen. Handflossen. Ups. Im Schiff. Did I get to this beach? Oh, I have a terrible headache. Okay, gucken wir uns mal hier um. Kapitel 3. Das Verschwinden der Lady Shannon. That ship torn apart and cast so far up the beach. Oh, guck mal an, die Kratzer da. Okay, also bevor wir da reingehen, gucken wir uns mal hier oben um. Lager ist ja meistens spannender als der Rest. Looks like they took items from the stranded ship. It's too dark to see anything inside the tent. A pulp magazine. I love Chandra Hogarth stories. Okay. A portable typewriter. Photographic film. Photographic film. Okay. Was ist das? Ward and Blake News Agency. Cassandra D. Ward. C.D. Ward. Interview mit Inspektor John Raymond LaGrasse. Von C.D. Ward. Seltsamer Vorfall in Massachusetts. Die Gartnerin von Arm mit Arkham Schmutz verschwunden. Was damit zu tun? Oh my. Oh. C.D. Ward ist ein Reporter dabei war vielleicht? Man weiß es nicht. Schauen wir mal. I believe Harry visited this exposition when he was looking for answers for my illness. Okay. So mehr. Ein Tonbandgerät. Hören wir uns mal an. So, is this recording? Well, shouldn't we be listening to something, Frank? I have assembled and disassembled it twice. So it should be fixed, Mr. Eberhardt. I don't know. Maybe it was never meant to play music. DeWitt, where have you been this whole time? See Hardwin, see Hardwin. Oh my God, he's got a knife! Get off me, you lunatic! Hold him! Hold him for Christ's sake! Call De Aroa, quick! Okay, wie sieht man den Verrückten, glaube ich. My God, look at his contorted face. What's going to happen to me? Vier von uns waren notwendig, um ihn zu überwältigen. Woher hat er nur diese Kraft? Those footprints definitely do not look human. Okay, nix drauf. This picture is taken from a distance. What is he doing? Floating rocks? Okay. So. Nichts weiter, ne? Gucken wir im nächsten Zelt rein. Da können wir nicht rein? Da vielleicht. Did he take some ammunition from the other campsite? Or did he carve some more? Ah. So, gucken wir uns erstmal hier hinten um. Wetter ist ja nicht so berauschend hier, ne? Wetter wie bei uns hier oben in Norddeutschland. Oh. Mehr Schiedwetter. Kein Saft? Na, da kriegt ja jemand, der nachher den Strom anschalten muss. Discarded clothing. It hasn't been worn in a long time. A handkerchief with the letters EDW embroidered on it. It's stained with blood and... Okay. A white fedora. It's really dirty.
Oh dear, this dog was a certifiable loon. Gestern haben die Steine mit meinem Lied getanzt. Mit meinem Lied, mein Lied, wie alles an diesem Ort bestimmt. Es gibt eine Schatze, Schatten-Gula-Gula. Der ist ein bisschen crazy, der Typ. Aber warte mal. Das sieht man nicht oben. Oben rechts kommt ein Symbol, wenn man das sehen kann. Aber ich probiere es trotzdem immer wieder. The doctor was certainly well supplied with all kinds of substances. Was denn? These medical tools are hair-raising. Oh, hier wird's spannend. I'm glad you stayed by his side, whoever you are. Frank, ich verstehe, was Sie sagen, aber wir können Harry nicht allein lassen. Sie denken sicherlich, ich wäre nur hinter einer Sensationsgeschichte her, aber was würden Sie tun, wenn Ihr Frank krank wäre? Würden Sie sich sterben lassen? Ich bleibe bis zum Ende. So, und die Box aufmachen. Komm ich da nicht ran? An der Seite, okay. Looks like Frank wanted to leave, but I don't know if Harry ever read this letter. Miss Ward, wir sind auf der Insel in großer Gefahr. Sehen Sie nur, was mit Dr. DeWitt passiert ist. Der Mann dreht vollkommen durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von dieser Insel verschwinden. Mr. Everhart war auch überzeugt, dass wir gehen sollten. Bis er diese Orgeldings entdeckt hat. Habe ich Ihre Unterstützung, ihn zu überzeugen? Hm, gut. Hier. Das Gerät kann ich benutzen. Okay, hier ist noch ein Bild. These two fellows seem to get along pretty well. Frank und Theo singend, während sie in der Werkstatt arbeiten. Das ist auch nett von denen. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Hier. Ah, das sind alle. The expedition only has 5 members now. Haben sie gegessen? Gut, lassen wir mal hier hinten nochmal reingehen, weil hier hinten gibt es ja noch mehr anscheinend. Halt, was liegt da denn? Warum ist das okay? Ich dachte, man kann das mitnehmen, kann man gar nicht. Oh, hier ist eine riesen Platte, die kaputt ist. Da geht es irgendwo rauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Steine, die sie abgetragen haben. Ein Zelt. Und noch ein. Hallöchen. Jemand zu Hause? Ich habe dieses Gebilde letzten Tag untersucht. Der Ton, den es von sich gibt, ändert sich ständig mit den Gezeiten. Okay. Riesige Steinauge. Krass. Das ist schon abgespaced, ne? Was ist das? A rock stained with black ooze. Looks like the prototype of something. Oh, kann ich mir gut vorstellen, dass es ist. Oh, hier eine Maschine. Hm. It might need to be turned on. It might need to be turned on. Ah, okay, da oben vielleicht. It might need to be turned on. Jetzt fehlt da auch Strom bei dem wahrscheinlich, ne? DeWitt hat auf Frank eingestochen. Zum Glück ist das nur eine Fleischwunde. Zum Glück haben sie mich zurückgehalten, sonst hätte ich diesen Ehren längst abgeknallt wie einen tollwütigen Hund. Ja je, was sage ich denn da? I've never seen Harry so angry. Oh, hier ist eine Orgel. What kind of doodad is this? Probieren wir mal aus. Ah, man kann aber nichts spielen hier. Der braucht Saft hier überhaupt Strom allgemein, ne? Gibt auch so ein bisschen Schleim. Was ist das für ein Buch? Wow, look at the size of these stones. Hm. Ah, guck mal. Hmm, these symbols are linked to the piano keys. Gut, dass du es einmal aufmalst. Gut, aber wir haben ein Problem. Dieses Symbol ist doch auch auf dem Buch drauf da. Das Problem ist bloß, dass selbst wenn wir das machen, können wir es. Wir müssen die richtige Reihenfolge finden, glaube ich. Okay. Langsam wird es hier echt ein bisschen viel, dass man das entdecken kann. Wir gehen mal die Treppe hoch. Das ist eine Lampe, okay. Gucken, was hier oben noch irgendwas ist.
komme ich jetzt auch hoch. Sometimes I still doubt whether this isn't just some ghastly dream. Das ist kein Traum. Mädel, das ist kein Traum. Du bist auf dieser gruseligen Schrottinsel. So, ich geh mal hier rüber. It's curious, but it's the first time since I got sick that I feel useful. Harry is depending on me and not the other way around. What odd structure. It doesn't look like a building though. Okay, noch bin ich so schlau wie vor 10 Minuten, nämlich gar nicht. Okay, hier gibt es ja auch nichts, wo man noch anders hin kann. Das heißt, wir können nur noch runtergehen und irgendwie versuchen, Strom anzuschalten. Aber wir waren ja noch nicht im Schiff. Vielleicht hilft uns das ja noch weiter. So, wir suchen noch mal den Dampfer. Finden wir da drin ja irgendwas. Wir brauchen auf jeden Fall Strom. Und ich sehe, hier liegt ein Kabel. Das führt wahrscheinlich zum Boot hin. Und das Boot gibt uns den Strom. Oder diese ganzen Gefühle-Geräte hier. Ja. No power. Okay. My God. The ship's hull was ripped open. A few jagged rocks couldn't have caused a gash of this size. Oh, gehen wir hoch. Ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ein bisschen aufgeregt bist der gute Mann. This place gives me the creeps. Wir sind hier längs unter. Wir haben über die Kabel. Ich glaube, die Kabel müssen wir folgen. Ob wir irgendwie Strom bekommen durch dahin. Wir werden ja ein bisschen ausprobieren. Kennen wir aus alten Zelda-Spielen. Kannst du auch einen Strom anschalten? Gehen gleich weiter. Ich gehe mal hier nochmal rein. That voice. Is that Harry? Ist mir irgendwas? Nee. No. Just a recording. Okay, lass uns mal hier oben gucken. The ship was wailing not far from here. Even the crew of the ship that brought Harry's expedition to this island were afraid of it. Achtung, wir haben 6 Mitglieder der Erwartungsmission ohne Zwischenfall auf die Insel abgesetzt. Wir werden sie in 3 Wochen wieder abholen. Falls es noch etwas zum Abholen gibt, haben die Insel nach dem Mittagessen verlassen. Keine Zwischenfälle. Das Gebiet in der Nähe scheint für den Walfang geeignet zu sein. Wir könnten einen guten Fang machen. Okay, gut von dir. This is the captain's last entry. Klares Wetter und gutes Segelwetter, bis eine überraschende Unterströmung das Schiff mitriss. Eine so raue See habe ich seit Jahren nicht erlebt. Der erste Mart sagt, er habe danach eine riesige Meereskreatur dicht an unserem Schiff gesehen. Definitiv kein Wahn. Okay. Frank is certainly a resourceful man. Ah, okay. Die Nachricht wird also gesendet, solange wir Saft haben auf dem Strom. Saft über Benzin haben hier. Gucken, was da steht. What were you looking for in the heart of the island? Ich dachte, unsere Expedition wäre gescheitert und machte mir Sorgen um unseren Rückweg. Aber dann habe ich diese Treppe gefunden, die mich zu einer riesigen Steinaugel führte. Vielleicht ist sie ein anderer Weg, um zum Zentrum der Insel zu gelangen. Jedenfalls können wir sonst nichts tun, als jemand um Hilfe zu rufen zu hören. Nein? Apparently, Harry's expedition waited for a long time to be rescued. Did they give up hope? Auf der Insel Ponape gibt es eine Stadt namens Nan Manol, deren große Gebäude alle aus Basalt bestehen. Der Legende nach wurde die Stadt mit Hilfe von schwebenden Steinen errichtet, die mit schwarzer Magie bewegt wurden. Was ist denn hier? Oh nein. These knobs must control the vibrations inside this chamber. Komm mal, können wir raufgehen? Weiß nicht, was man machen soll.
Ja, auf einer Höhe sein. Oder sind die alle noch runter? Halt. Das sieht gut aus. Lass mal kurz gucken, wo die anderen hin sollen. Gehen wir da runter. Nee, warte mal. Okay, die müssen wir alle gleich hinbekommen. Das ist nicht so leicht. Nee. Mal kurz überlegen, ey. Check das nicht ganz so. Ah, warte mal. Ich hab eine Idee. Also irgendwie kann es ja gar nicht so schwierig sein, aber wirklich schwierig. Nicht blöd. So. Warte mal. Was machen das jetzt? So, wir müssen die alle hochbekommen. Dann gehen natürlich synchron. Und die beiden gehen so synchron. Und da gehen nur die beiden. Okay. Das passt natürlich zu dem Gerät unten vielleicht. Okay. Hier noch was. Hier noch was. Black Ooze. Schwierig, wenn unterschiedliche Schwingungsfrequenzen da sind. Okay, was hier? Alles hängt mit dem schwarzen Zeug zusammen. Sogar der absurde Fall von Dr. Witt. So, also viel mehr kriegen wir hier nicht raus. Können wir den Strom jetzt anmachen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben den Strom ja schon mal hier angemacht, dann machen wir den nochmal unten an. Gehen wir runter.
Okay. Mein Gott. Das ist schon ganz rätsellastig, ne? How long I've been covered in this black liquid. I wonder what it's going to do to me. Although I doubt anything could be worse than my illness. Wollte ich gerade sagen, vielleicht hilft dich Schleim dir auch, dass du wieder gesund wärst, du Huse. Kann gut sein, man weiß es nicht. So, ein Trick. Ist da noch mehr zu finden eigentlich? Mehr kann ich nicht machen, ne? Huch. Was ist eigentlich das Ding? Wir wollen ja auch den Strom machen, oder? Was können wir hier den Strom auch machen? Oder? At last, some light. So. That should make things easier. Das machen wir doch gar nicht, ne? Sollen wir hier mal links gehen? Mal kurz gucken, ob man hier auch noch irgendwas findet. Oh, guck mal, hier gibt es auch Treppen hoch. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Lager. Mein Gott, hier entdeckt man auch echt viel. Some kind of improvised workshop. Das haben wir doch schon gesehen, this mal. Must be the highest part of the island. Ja, oh, was ist das? Guten Morgen, Leute! Entschuldigen Sie bitte den Weckruf heute Morgen. Ich wollte Sie nicht mit dem Krach diesen schrecklichen Orgel aufwecken. Die gute Nachricht ist, dass die Orgel den Eingang zu dem Tempel freigegeben hat. Die schlechte Nachricht ist, dass sich der Tempel am Berggipfel befindet und sich hoffentlich nichts gegen eine längere Wanderung einzuwenden haben. Spaß beiseite. Wenn der Tempel die Antwort hat, die ich suche, können wir endlich diese verfluchte Insel verlassen und nach Hause fahren. Danke. Gut. Freuen wir uns. Beziehungsweise die Besatzung. Frank, wenn wir den Tempel auf dem Berggipfel wollen, müssen wir die Effekte dieser Orgel irgendwie nachahmen. Ich weiß, dass wir das nicht geplant haben, aber wir müssen eine Maschine aus allem bauen, was wir uns die Lady Shen holen können. What kind of machine? What kind of machine were you building? Blowtorch. Looks like it's been used a lot. Hm. Was machen wir hier? Tolle Idee. Wir bringen das Material, das wir brauchen, zum Gipfel, um dort unser Lager aufzuschlagen. Noch eine Sache. Benennen Sie mich nicht länger Mr. Everhart. Nennen Sie mich Harry. Wie es alle meine Freunde tun. Oh, Harry, du bist so nett. So. Das ist die Orgel, aber da kommen wir nicht rüber, weil die Steintreppe zerfetzt wurde. Wie man sieht. Okay, bringt das also gar nichts? Sehr ärgerlich, aber na gut. Gut. Geht's hier hoch? Mal kurz. When I get back home, I'm going to read up on engineering. I've been interested in knowing how things work since I was a child, but I always thought technology wasn't for me. What nonsense. Hier ist wahrscheinlich die Treppe, die zerstört wurde. Oh, da ist irgendwo hin. This ornate structure certainly isn't natural, but not man-made either. That huge stone door looks like an exit. How does it open? Hm, wie geht sie auf? Ja, das ist eine gute Frage. Das findet man hier nicht, ne? Schon hier rüber gehen? Mein Gott, wie man das Ganze hier findet. So abgespaced, oder? Ich glaube, die Leute finden das hier. This feels ominous. Oh, hier. Aha. Mal hoch machen. Machen wir alle mal hoch. Ach, das sind die Symbole wie auf der Orgel, ne? War nicht verkehrt? Genau. Ah, okay. Vielleicht muss man... Na gut, dann guck mal. Ach, du meine Güte. Was bedeutet das? Hoch, runter, hoch, runter, auf, zu, auf, zu? Dann muss ich alle in eine bestimmte Reihenfolge bringen, damit das was bringt. Okay, guck mal, auf der unten sind, also da ist auch so eine Sonne drauf. Da ist auch so eine Sonne drauf.
Die müssen bestimmt in bestimmte Reihenfolge gebracht werden, bin mir ziemlich sicher. Mal gucken, wie das funktioniert, das weiß ich noch nicht. Was ist hier drin? Öffnen, schließen Sie die Orgel, stimmen, durch Öffnen, schließen der Pfeifen. Okay. Okay, es gibt ja auf jeden Fall verschiedene Dinger. 1, 2, 3, 4. Da gab es hier dann auch noch einen. 5. Okay. Das klingt sehr spannend. Schauen wir uns aber erst beim nächsten Mal wieder an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Abonniert mich. Und drückt auf die Bimmelglocke. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.